Alright, YouTubies, da sind wir wieder. Eine neue Folge Ecstasy in Exchange. Es durfte Mass Effect Folge 47. Mass Effect 3, Folge 47. Und ich hoffe, die Spitfire behalte ich, aber ich vermute mal nein. Schauen wir uns also den schönen Sonnenuntergang auf Ranoch an. Oder Sonnenaufgang oder whatever. Steht die Waffe ja auch nicht so weit weg. Ja, und jetzt siehst du sie wieder. Genau. Ich empfehle Rückzug in sichere Entfernung. Ziel erfasst. Hi Normandy. Ja, sie hat extra gesagt, sichere Entfernung. Warum hörst du, Oni? Shepard. Immer wieder das Gleiche. Wir grüßen die Hübsche. Passiert nicht. Na dann. Stirb, du Monster! Bewegung! Tja, so offensichtlich nicht. Wie gesagt, Frustmomente hatten wir in der letzten Folge schon genug. Ich guck da gar nicht Sinn, was das Ding macht. Ich lauf einfach. Danke. Halt, ich muss auch das nicht. Ja. Oh, hübsch. Wir versuchen Ausweichmanöver. Dies ist so noch ein Scherz, oder? Shepard an Glocke, das ist keine Reaper-Basis. Es ist ein lebender Reaper. Ich brauche einen Orbitalschlag. Ah, das ist mir schon aufgefallen, dass es ein Reaper ist. Nur kurze Frage, auf was genau schießt du denn? Nicht? Feuer drauf, was das Vieh hergibt. Immer drauf, ruhig noch eine Salve, kann nicht schaden. Die Feuerkammer ist sein Schwachpunkt, während er die Geschütze scharf macht. Verdammt, wegen der Störtürme müssen wir manuell zielen. Präzisionsschüsse nicht möglich. Jetzt könnten wir vielleicht entkommen. Nein. Anhalten. Störtum. Bist du verrückt? Wenn wir fliehen, bleiben die Geth unter Reaper-Kontrolle und die Quarianer sind tot. Es endet jetzt. Edi, verbinden Sie die Quarianer mit dem Waffensystem der Normandy. Zielerfassungslaser mit der ganzen Flotte synchronisieren. Verstanden. Eine ganze Flotte. Brauchen Sie Unterstützung? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Kopf einziehen, Legion. Ab hier übernehme ich. Shepard Commander. Viel Glück. Zur Kenntnis genommen. Kannst du den Roboter gehen lassen? Der ist wesentlich besser geeignet. Shepard und den Kauen. Markiere Schwachpunkt. Link mit der Normandy aufbauen und bereit sein zu feuern. Zerstörer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Das wird uns nicht ewig gelingen, der Trick hier. Der feuert nämlich irgendwann. Dann werden wir einfach hier links stehen und laufen dann weg. Oh. Ja, das meinte ich mit, der Trick wird nicht ewig funktionieren. Und nochmal das Ganze, jawoll. Und du? Komm noch einen Schritt näher. Und ich laufe. Als ob der Teufel dann da. Und ich war zu langsam, danke. Also, der erste Schuss hat gesessen und wir sind automatisch dabei. Den zweiten dann sowieso. Komm gar nicht erst näher, blödes Viech. Ich brauch dich hier nicht. Och, ich
Du sollst doch einfach nur weiterlaufen und ich guck zur Seite. Ich hasse diese Steuerung. Und hier bin ich ganz links an der Seite. Siehst du? Siehst du mich? Siehst du mich? Komm, ziel auf mich. Ziel auf mich. Ja, ziel auf mich. Ja, jetzt zielt es auf mich, genau. Ich laufe noch ganz rechts. Nee, tschüss. Ist mir zu gefährlich. Hasse! Habe ich schon Momente, dass ich Spiele liebe, die mich frustrieren? Kann unmöglich die Wahl sein. Und laufen. Okay, die Waffe braucht zu lange, so oder so. Gott im Himmel. Also weglaufen und nochmal weglaufen und dann warten. Vielleicht beim dritten Mal. Kein Thema. Wir machen das einfach so, wie das geskriptet ist. Meine Frage ist, warum lassen die mich da nicht gleich weglaufen? Ich denke, es ist aber auch nur du. Und tschüss. Der visiert das immer an. Mhm. So funktioniert das also. Ja, komm. Wie wär's mit ein paar Atomraketen? Scheiß auf den Planeten. Die finden noch meinen. Warte, ich bin das Ding hier los. Dritte. Ganz locker, Reaper. Ganz locker. Ein braver Reaper, komm. Okay, dann laufe ich lieber. Oh, wird er mich jetzt. Tot. Umfallen. Ich schieße auch gerne noch hinterher. Ja, hallo? 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 Bom, 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 bom. Ja, der hat ja nichts gemacht. Ach, nicht nur, ach, nochmal. Ja, können wir nicht nochmal am Anfang der Basis landen oder so? Wo war das bei Dead Space? Oh, Mann, oh Mann. Also für die Fall ist noch nicht aufgefallen, ich bin echt dagegen fast raus. Gerne haben, selten blödes Viech. So funktioniert das gleich. Ja, hat Spaß. Gut. Nur wird es in der Zeitlupenaktion wieder nicht funktionieren. Ich sehe es kommen. Bleib doch mal da stehen, wo du bist. Also. Das war knapp. Das war eindeutig zu knapp, liebe Freunde. Komm doch nicht so nah. Jetzt funktioniert es. Ich. Also manchmal. Ihr wisst schon, dass ich direkt daneben stehe. Also für diejenigen von euch, die daneben schießen, ne?
Der Leiter des Universums ist dann im Eimer. Denk drüber nach. Das war klar. Sie wissen, wer ich bin? Sie leisten Widerstand gegen den Vorboten. Das ist vergeblich. Der Zyklus muss weitergehen. Was meinen Sie damit? Wir haben die Sovereign und die Geth aufgehalten, den Vorboten und die Kollektoren. Wir verdienen eine Antwort. Sie werden sie nicht verstehen. Try me. Wir überraschen Sie vielleicht. Sie stehen für Chaos. Wir stehen für Ordnung. Jede organische Zivilisation muss geerntet werden, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist unvermeidlich. Ohne uns müssen organische Wesen untergehen. Wir sind ihre Erlösung. Sie töten jeden in der Galaxie, um uns zu retten? Der Zyklus muss fortbestehen. Es gibt keine Alternative. Wir müssen uns aber nicht gegenseitig vernichten. Die Schlacht um Runoff widerlegt Ihre Aussage. Beenden Sie Ihren Krieg. Wir werden warten. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Reaper getötet. Keeler. Das Übliche halt. Wir können bestätigen, dass die Geth nicht länger von den alten Maschinen gesteuert werden. Wir sind frei. Geschafft, Shepard. Die Geth-Flotte hat das Feuer eingestellt. Sie sind jetzt ganz leicht angreifbar. Shepard, Commander. Die Geth haben sich nach dem Angriff der Schöpfer nur verteidigt. Verdienen wir dafür den Tod? Nö. Was schlagen Sie vor? Unsere Upgrades. Nach dem Tod der alten Maschinen könnten wir sie zu allen Geth hochladen, ohne ihre Unabhängigkeit zu opfern. Sie wollen den Reaper-Code hochladen? Dann wären die Geth genauso klug wie unter der Kontrolle des Reaper. Ja, aber mit einem freien Willen. Jede Geth-Einheit wäre eine echte Intelligenz. Wir würden leben und könnten ihnen helfen. Die Flotte greift bereits an. Das wäre unser Untergang. Shepard, Sie können die Geth nicht über mein Volk stellen. Kennen Sie noch die Frage, die die Schöpfer dazu veranlasst hat, uns anzugreifen, Talisora? Hat diese Einheit eine Seele? Ich bleib dabei. Code hochladen. Laden Sie den Code zu den Geth hoch. Tali, rufen Sie die Flotte zurück, falls möglich. Upload wird durchgeführt. 10%. Hier spricht Admiral Talisora. An alle Einheiten. Angriff abbrechen. Missachten Sie den Befehl! Angriff fortsetzen! 20%. Ich flehe Sie an. Tun Sie das nicht. Bitte! Wir bedauern den Tod der Schöpfer, sehen aber keine Alternative. 40%. Nein, heute stirbt niemand mehr. Legion, machen Sie weiter! Shepard? An alle Schiffe, hier spricht Commander Shepard. Der Reaper ist tot. Angriff einstellen! Hier ist Admiral Talisora. Shepard hat meine Unterstützung. Und meine auch. Negativ, wir können diesen Krieg jetzt gewinnen. Weiter feuern! Wollt ihr jetzt einen Bürgerkrieg auch noch, Idioten? 60%. Die Geth haben bald wieder volle Stärke. Wenn sie den Angriff fortsetzen, werden sie vernichtet. Bei ihnen dreht sich immer alles darum, die Geth zu töten. Sie haben sie zur Rebellion gezwungen. Sie haben sie zum Bündnis mit den Reapern gezwungen. 80%. Die Geth wollen sie nicht bekämpfen. Wenn sie das nur eine Minute lang glauben könnten, wäre dieser Krieg vorbei. Sie haben eine Wahl. Bitte. Kila Silai. An alle Einheiten Feuer einstellen. Wohl aber auch Zeit.
Fehler. Kopieren des Codes nicht ausreichend. Direkte persönliche Verteilung erforderlich. Shepard Commander, ich muss zu Ihnen gehen. Es tut mir leid. Es ist die einzige Möglichkeit. Legion, die Antwort auf Ihre Frage lautet ja. Ich weiß, Tali. Aber danke. Killer Selai. Das war's dann. Commander! Admiral Rahn, ich habe gehört, dass Ihr Schiff eine Bruchlandung gemacht hat. Schön, dass Sie es überlebt haben. Ich habe alles über Funk verfolgt. Wenn Herrn Garrel nicht aufgehört hätte... Hat er aber. Wir haben schwere Verluste erlitten. Ich weiß nicht, ob es uns möglich ist... Wo sollen wir hingehen? Ich liebe diese Hintergrundmusik. Sie können gerne mit uns nach Ranoff zurückkehren, Admiral. Legion? Nein, es tut mir leid, Commander. Legion hat sich geopfert, um uns allen Intelligenz zu geben. Wir werden ihn dafür ehren. Gut. Und wir werden Legions Versprechen halten. Die Gersflotte hilft Ihnen bei der Zurückeroberung der Erde und unsere Techniker unterstützen Sie beim Bau des Tigels. Ja. Unsere selbstverständlich auch. Ja. Gers und Quarianerflotte. Siedlungsgebiete nachgedacht. Der Südkontinent hatte ausgezeichnetes Ackerland, soweit ich mich erinnere. Werden Sie klarkommen? Ich denke schon, Commander. Vielen Dank. Na, da hat sie doch alles mal wieder zum Guten gewendet, dank mir. Besichtigung für ein Zweithaus? Ein Grundstück am Strand. Schlagen Sie zu, der Markt ist umkämpft. Sind Sie okay? Ich weiß, die Zusammenarbeit mit den Geth wird schwierig werden. Ich bleibe nicht. Ich komme mit Ihnen. Ich wollte nicht fragen. Sie haben sich ein paar Gefallen bei der Flotte verdient. Ich verlange von Ihnen, die Reaper anzugreifen. Damit dürften wir quitt sein. Wenn die Reaper auf der Erde bleiben würden, bestimmt. Aber früher oder später werden sie nach Ranoch kommen. Wir haben gerade einen von Ihnen getötet. Deshalb komme ich mit Ihnen, um Sie aufzuhalten. Wenn Sie glauben, dass ich eine Hilfe sein kann. Na klar. Sind Sie da sicher? Ja. Ich sehe das alles. Ein Bild der Hoffnung und des Friedens. Aber ich denke nur an all diejenigen, die ich verloren habe. Mein Team auf Haystrom, mein Vater, sogar Legion. Ich traure um einen Geth. Wie verrückt ist das denn? Es ist überhaupt nicht verrückt. Trotzdem ist es wunderschön, oder nicht? Ja, das ist es. Es wird Jahre dauern, bevor wir ganz ohne unsere Anzüge leben können. Aber dieser Moment... Dieser Moment gehört mir. Commander Shepard, wie ich höre, haben Sie das Problem mit den Geth geklärt. Ja, Ratsherrin. Zwei sogar. Ich kenne die Berichte. Sie haben einen 300-jährigen Krieg beendet. Ich hatte viel Hilfe. Wir haben isolierte Gruppen von Geth. Soweit wir wissen, sind es Geth-Körper, in denen Reaper-Code geladen ist. Aber das ist nur ein Bruchteil der ganzen Geth-Flotte. Sie haben Unmögliches geleistet, Commander. Und vielleicht kann ich Ihnen auch helfen. Ich habe Informationen von meiner Regierung, die aber für einen ungesicherten Kanal zu heikel sind. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Ja, das wäre optimal, Commander. Ich erwarte Sie dann in Ratsherr Udinas Büro. Das hättest du vielleicht nicht sagen sollen. Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Wie will der denn jetzt schon wieder? Commander, beschäftigt Sie etwas?
Wie ist die Reaper-Situation? Es läuft nicht gut, auch wenn sie Run noch etwas Zeit verschafft haben. Unsere Bedrohungsanalysen zeigen, dass die Reaper an den meisten Fronten die Oberhand gewinnen werden. Und jetzt sind die Asari ein Hauptziel. Sie sind die höchst entwickelte Spezies der Galaxie. Wir werden bald wissen, ob das etwas bedeutet. Das ist alles, Sir. Hackett, Ende. Na, wenn dem so ist, kümmere ich mich um meine Probleme lieber selber. Tja. Das ist natürlich wichtig jetzt hier, das Terminal. Guess, 810 Punkte. Schön, schön. Und eine komplette Geth-Flotte. Wer hätte sowas nicht gerne? So, bei den Quarianern. Admiral Daroxen. Moment, was? Achso, die. Ja, da. Diese Rüstungen immer. Das ist. Zivilflotte, schwere Flotte, Patrouillenflotte. Was wir so alles hier gekriegt haben. Wir machen uns nicht schlecht. Gesamte Stärke 5000. Das ist mir eindeutig zu wenig. Aber wir sind auf einem guten Weg. Kann man, glaube ich, so sagen. Wo ist denn eigentlich wieder? Talisora. Und warum ist Rex nicht mehr an Bord? Gut, weil er kämpfen muss und so. Meint ihr nicht, ich habe? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Ich habe gehört, Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandy geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart. Das übe ich vor allem, also, wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte Ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte Sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Okay, mit dir spiele ich nie wieder Schach. Commander? Du bist mir etwas unheimlich geworden. Ich habe Arbeit gefunden von Talisor. Ich wollte nur bitte, dass ich zu Adams aufs Maschinendeck gehen werde. Aber selbstverständlich schaue ich bei dir vorbei. Das kann ja was werden. Von Shadowran Fasranach. Commander, dank der Unterstützung durch die Geth hat unsere Flotte fast wieder ihre alte Stärke. Wir haben uns darauf konzentriert, bei Evakuierungen zu helfen und die turianische Flotte zu unterstützen, während die Geth die Reaper ärgern. Trotz des neuen Friedens hielten wir es für unklug, durch zu große Nähe unserer Truppen einen wie auch immer gerateten Vorfall zu riskieren. Admiral Xen sagt, dass das Kitigel-Projekt gut voranschreitet, obwohl sie selbst mit den technologischen Möglichkeiten des Geräts unzufrieden zu sein scheint. Sie ist zwar exzentrisch, aber auch brillant. Hoffentlich findet sie einen Weg, die Funktionalität zu verbessern. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Sie hier Hände zum Einlenken bewegen, Commander. Kümmern Sie sich um meinen Namen, um Talisora. Kila Selai, Admiral Shalaran für das Ranoch. Was Ranoch? Jetzt fangen die alle damit an, wa? Ja, natürlich darfst du mich auf meiner Kabine besuchen, Diana, Elas. Das werden wir auch gleich mal machen. Man weiß ja nie, wann das wichtig ist. Dass sie mich besucht. Ja, und so. Trainer, können Sie Diana Elas raufschicken? Sie will mit mir reden. Sie ist unterwegs, Commander. Sie haben bestimmt 1 Million Fragen. Ich habe sie auf 40 begrenzt. Mal sehen, wie Sie mit den wichtigsten 10 zurechtkommen. Commander, als wir das letzte Mal von den Geth hörten, griffen Sie mit der Sovereign die Citadel an. Ja, und das war eine Minderheit innerhalb der Geth. Die meisten sind uns nicht feindselig gesonnen. Erklären Sie damit, dass Sie jetzt Verbündete sind und nicht mehr gefährliche Roboter, die Menschen fehlen? Sie müssen endlich erkennen, dass die meisten Geth trotz ihres Rufs nicht gewalttätig sind. Die Quarianer haben sie angegriffen, die Geth haben sich nur verteidigt. So wie jede organische Spezies es tun würde. Wir haben die Geth aus der Kontrolle der Reaper befreit. Und jetzt wollen sie Rache für ihre Versklavung. Aber sie bekämpfen mit einer Armee synthetischer Wesen die Reaper, die perfekt hacken können. Was hält die Reaper davon ab, die Geth umzuprogrammieren, wie schon einmal?
Die Geth sind sehr intelligent und haben lange über eine Lösung dieses Problems nachgedacht. Sie wenden sich nicht gegen uns. Darauf wette ich mein Leben. Muss ich ja. Und hier die Frage eines Batarianers auf Omega. Commander Shepard, wenn die Massenportale zerstört werden können... Jetzt sind wir alle verloren. Habe ich etwas übersehen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Reichen Sie Ihre Story jetzt ein? Wenn Sie nichts dagegen haben. Sagen Sie der Galaxie, was passiert ist. Sie kann gute Nachrichten gebrauchen. Zu Befehl, Commander. Ja, danke, danke. So. Ach, haben wir eigentlich für... Egal. Die Gruppenauswahl bestätigen. Das ist ja nicht, als ob ich mit denen hier rumlaufen würde. Füttern. Sehr gut. Und ich kümmere mich um den Rest ein andermal. Das heißt, wir fangen das nächste Mal damit an, dass wir mit Harley reden. Das könnte ja etwas Interessantes werden. Wir sehen uns dann wieder. Xane.